Ihr habt gesehen, heute geht es um Mackschweißen, aber eine spezielle Art, und das seht ihr nach dem Intro, und dann starten wir und dann zeigen wir euch mal genau, worum es heute geht. Ja Leute, seid herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir vom Alulöffel. Heute ein ganz cooles Thema, ihr seht es in meinem Gesicht, ich grinse, ich freue mich, weil es wieder für uns eine neue Erkenntnis war. Wir schweißen schon lange und trotzdem gibt es immer wieder irgendwelche Parts, die cool sind, die einen ganz viele Vorteile bringen. Und genau darum soll es heute gehen. Wir haben das MEW 202 Syndic hinten stehen. Ihr kennt es ja, wir haben es schon vorgestellt. Neulich habe ich ein Video zu unseren Technik-Tools gemacht, wo ich das schon mal angesprochen habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, schaut es euch an, wir verlinken es. Jetzt ist ganz wichtig, warum haben wir das hier? Wir haben ja nun schon die Möglichkeit in unserem Schweißgerät, rechts Aluminium, links Stahl zu schweißen. Das ist ein Dualgerät, was wir da haben. Was für einen riesen Vorteil bringt uns das jetzt? Viele wissen es vielleicht von euch, wir machen Tanksanierung, Tankinstandsetzung, sprich, wir reparieren Tanks, wir entrosten sie, wir schweißen sie, wir versiegeln sie. Also so das Komplettpaket, und arbeiten natürlich mit Leuten zusammen. Der eine entrostet es und entlackt es für uns. Dann haben wir einen Pulverbeschichter, wir haben einen Lackierer und wir schweißen, drücken sie ab und versiegeln die Tanks. So, gibt es auch einige Videos schon dazu. Und jetzt haben wir den ganz großen Vorteil, mein Kollege, wir haben mal drüber gesprochen und da ging es um das Thema, warum nehmen wir nicht mal ein Schweißgerät mit dünneren Draht drin? Und genau das ist heute das Thema. Welchen Vorteil hat der dünne Draht? Die werde ich euch jetzt aufzählen. Natürlich hat das Vorteile. Wir reden hier vom normalen Mack-Schweißgerät, wo wir mit 1 mm Draht schweißen. Wir müssen was auffüllen, wir müssen einen Rahmen schweißen, wir wollen Material haben, wir wollen das auch nicht aufschmelzen, wir wollen Halt reinbringen. Bei Tanks oder bei dünnen Blechen wie 1 mm Blech, da wollen wir natürlich auch eine Haltbarkeit bringen, klar. Aber bei den Tanks wollen wir Material aufschweißen, wir wollen dicht schweißen, wir wollen viele Vorteile haben, die man mit den kleinen jetzt hat. Die zähle ich euch jetzt auf. Fehler Nummer 1 ist ganz klar, wir haben viel weniger Material auf unserem Blech. Das heißt, wir schweißen ein Loch zu mit 0,6 mm Draht. Wir haben viel weniger Wärme, wir können das Loch viel schneller zupumpen, haben keinen Aufbau von Material, das heißt auch weniger Schleifen. Punkt Nummer 2, und den habe ich eigentlich jetzt auch schon mit angesprochen, das ist auch die Wärmeeinbringung. Wir bringen viel weniger Wärme in das Material ein, das heißt, wenn man jetzt mit einem 1,0er Draht schweißt und ein bisschen mehr Wärme, das heißt, wir bringen mehr Verzug rein, mehr Material zieht natürlich auch mehr am Blech rum. Und wir sind dadurch viel, viel schneller beim Zuschweißen. Punkt Nummer 3 ist, wir haben viel weniger Nacharbeit. Das heißt, vorher haben wir natürlich aufgebaut an Material. Es ging ja mehr nach oben statt nach innen oder sonstiges. Das Loch ging nicht schneller zu. Das heißt, wir hatten im Nachgang natürlich auch längere Bearbeitungszeit. Wir mussten mehr verschleifen. Wir haben wieder Wärme eingebracht durch das Flexen, beziehungsweise mit dem Winkelschleifer, das Ganze verputzen. Also 3 ganz erhebliche coole Vorteile: Geschwindigkeit, es ist einfacher und weniger Verzug. Und genau das ist der Punkt. Deswegen steht hier hinten das MEW 202 angeschlossen. Wir haben uns ein Doppelabzweig besorgt, damit wir mit einer Gaswasche schweißen können und nicht 2 noch brauchen. Sonst wird es natürlich, wir haben ja schon 2 Stück hinten draufstehen, dann wären es 3, das wäre ein bisschen umständlicher, beziehungsweise noch mehr Aufwand. Und ja, genau das wollen wir euch heute zeigen. Ich zeige euch, wie wir mit dem Schweißen, wie die Nähte aussieht und der Unterschied zwischen 0,6 und 1,0 mm Draht. Hier seht ihr den Kumpel, da haben wir ihn angebracht. Hier habe ich Welt für Weldinger draufgeschrieben und Jack, merke ich nicht hin, fürs Jäckle-Gerät. Das heißt, je nachdem mit welchem Schweiß drehe ich das Gas auf und kann loslegen. Ganz coole Sache, weil wir uns die dritte Gasflasche sparen. Wir haben hier alles auf einem Wagen. Das finde ich echt top. Und wie gesagt, hier schweißen wir Stahl, hier schweißen wir Aluminium, MIG, und da oben haben wir die MEW 202. Und ja, ich kann schon ein bisschen von Luxus sprechen mit so viel Technik, aber Technik, die das Leben erleichtert, ist einfach mit nichts zu bezahlen. Jetzt habe ich hier mal ein paar alte Bleche gesucht, die wir jetzt mal verschweißen, und ich bin ganz ehrlich, bis jetzt hat nur mein Kollege mitgeschweißt, aber wir ziehen es heute durch, wir schauen mal, wie cool das Ganze aussieht. Und dann nehmen wir einmal 0,6er Draht, auch ein, was ich auch wirklich richtig cool finde, dass es ein ganz kleiner Brenner ist, echt toll, nicht so riesig und klobig. Und wo war man eigentlich? Da ist er. Der ist natürlich um einiges größer, allein schon im Vergleich, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Sieht man vielleicht so ein bisschen, wenn man es nebeneinander hält. Und dann gucken wir mal auf jeden Fall auf den Blechen nach den unterschiedlichen Schweißnähten
und Vorteile habe ich euch schon aufgesagt. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Schweißen. Die Bleche haben wir hingelegt. Masse liegt auch an. Und jetzt haben wir ja den Vorteil, dass wir bei unserem deswegen Sündig-Gerät einstellen können, was wir für eine Materialstärke haben. Und dann macht es quasi Drahtvorschub und die Power automatisch. So, der Kevin war jetzt hier bei 1,6. Wahrscheinlich ging das am besten. Klar, wir wollen ja immer ein bisschen Tiefenwirkung reinbringen, dass wir noch weniger oben verschleifen müssen. Also wir probieren es einfach mal. Wir haben 1 mm Draht, wir gehen mit 1,5 dran. Der Kevin wird sich was bei gedacht haben, bin ich der Meinung. Und Masse liegt am Start. Blech legen wir mal, wie gesagt, das sind halt wieder irgendwelche Reste, die wir noch hatten. Und man sieht das schon, ihr seht nicht mal den Draht, gell? Also jetzt sieht man vielleicht ganz, ganz leicht, so dünn ist der. Das ist echt der Hammer. Oh, jetzt habe ich schon drauf gedrückt. So, jetzt heften wir mal. Tja, es ist einfach niedlich, gell? Es ist einfach niedlich. Und mega, absolut mega. Wir haben einen Hefter und eine Wurzel. Also ich bin mehr als begeistert. So, und jetzt machen wir noch drüben ein. So, und jetzt haben wir wahrscheinlich halt den Vorteil, jetzt müssten wir nicht mal rumpunkten, wir könnten sogar durchspeisen. Interessiert mich jetzt auf jeden Fall. Ihr seht, schön klein und fein und nicht so riesig. Ich zeige euch nachher den Vergleich nochmal, weil man es vielleicht jetzt gar nicht so gut erkennt. So, und dann ziehen wir mal ein Schweißnähtchen durch, würde ich sagen. Ihr habt es gesehen, Erik hat durchgebrannt. So, aber wir haben eine schöne Wurzel und wir haben eine schöne, schmale Schweißnaht trotzdem, auch wenn ich durchgefallen bin. Ich war wahrscheinlich zu langsam und dann sind wir vielleicht in der Einstellung doch beim Schweißen mit den 1,5 zu hoch. Er hat wahrscheinlich nur geheftet damals. Oh, jetzt habe ich alles verstellt. So. Gehen wir quasi, ja, wir gehen einfach mal auf die niedrigste Einstellung, würde ich jetzt sagen. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Oh ne, ist alles noch easy. Gut, also, wir gehen nochmal auf die niedrigste Einstellung. Ich kann jetzt einfach nochmal daneben eine durchziehen und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Schaut euch doch bitte mal die Schweißnähte an. Hier war ich jetzt mit der geringsten Power dran. Gell? Wie schön klein und dünn die geworden ist. Klar, daneben bin ich jetzt noch mal ein bisschen höher gegangen. Bin auf 1,3. Ja? Und da haben wir dann auch wieder eine super Wurzel. Oh, Entschuldigung. Ne? Das hat man natürlich bei, wo ich auf 1 mm Stärke gegangen bin, nicht. Also das ist echt der absolute Oberhammer. Frage, einige von euch die Frage, warum freue ich mich so? Klar ist das logisch, wenn man einen dünneren Draht nimmt, dass dann solche Schweißnähte werden, gell? Dass wir dünnere, feinere Schweißnähte hinbekommen. Alles logisch, aber jetzt sind wir mal ehrlich, wer stellt sich denn 3 Schweißgeräte hin? Oder wer wechselt jetzt mal ganz schnell den Draht, unten die Rollen, die Düsen, da hat doch keiner Lust drauf. Hä? Wenn ich jetzt mal 2 Tanks schweiß, dann weiß ich, dass nach den 2 Tanks sofort wieder irgendwas unter Zugstreben oder irgendwas anderes kommt. Und da will ich nicht den ganzen Tag wechseln. Jetzt mit dem Weldinger ist es natürlich mega mäßig. Gell? Das haben wir jetzt hier drüben. Ich habe ja das Video dazu gemacht, dass man mit dem Teil auch WIG schweißen kann. Das ist ja das Kombigerät. Eigentlich kann man alles mit schweißen. Leider WIG ohne HF-Zündung. Aber das ist egal. Wenn wir hier drüben mal einen Hefter machen müssen, habe ich da mein Schlauchpaket liegen, hole ich mir rüber, schließe an. Deswegen hole ich mir jetzt noch einen Doppelabzweig für die Argon-Flasche, dass ich genau dasselbe habe. Und dann haben wir hier 3 Schweißgeräte im Grunde genommen. Oder zumindest 3 Möglichkeiten, wie wir hier schweißen können. Alu, Stahl, dünn und dick. So, deswegen bin ich so begeistert und freue mich so, weil es natürlich eine riesen Arbeitserleichterung ist, weil man noch eine geilere, bessere Qualität einfach abliefern kann. Und das ist für mich halt, ja, das ist für mich Entwicklung. So baut man sich auf, so wird es immer besser. Und ich kann euch damit zeigen, beziehungsweise wenn ihr schon wisst, was habe ich denn mal vor, was will ich mal machen,
will ich Karosserie schweißen, will ich auch Tank schweißen, will ich grobe Sachen schweißen, dann wisst ihr schon mal, nehmt kein 06er Draht, weil damit könnt ihr schöne kleine Nähte machen, aber nicht aufbauen. Ja, dann würdet ihr euch jetzt richtig einen zurecht machen, wenn ihr irgendwo mal einen Rahmenstell schweißen müsst. Da kann man schon 0,8 oder am besten sogar 1 mm nehmen. Genau. So, deswegen freue ich mich so. Und jetzt nehmen wir mal das große Schweißgerät Zirkle und ziehen nochmal eine Naht daneben, dass ihr nochmal den Unterschied seht, wenn ich jetzt die niedrigste Einstellung nehme, wo wir da landen, von der Größe, von der Breite. Beziehungsweise ich mache da nochmal schnell einen Hefter, einfach nur mal einen Punkt, dass ihr es schon allein an einem Punkt seht, wie groß oder klein der dann ist zum Schluss. Ihr habt es gesehen, jetzt habe ich auch erstmal ein bisschen rumdillern müssen, musste ganz schön den Drahtvorschub zurücknehmen. So, und ich denke aber, dass man es jetzt gut erkennt, dass der untere Hefter mit weniger Draht ist, also mit dem 06, und das ist der 1 mm. Also, das ist von der Höhe vor allen Dingen schon viel, viel weniger. Boah, es ist immer gar nicht so einfach, euch das zu zeigen, wenn man viel zu nah dran ist. Warte mal, ich habe wieder rausgezoomt. Reingezoomt, so. Erkennt man das einigermaßen? Wahrscheinlich eher schlecht. So kann man es vielleicht ein bisschen, dass es höher ist. Naja, glaubt mir es einfach. Der ist auf jeden Fall um einiges höher hier. Und der ist flacher. Und ja, das ist halt auf jeden Fall der ganz, ganz große Unterschied. Ich ziehe jetzt nochmal eine Naht lang, dass man es nochmal besser sieht. Und dann will ich es euch nochmal zeigen kurz. Sagen, hier kann man es noch mal besser erkennen. 0,6, 1 mm. Okay. Das ist jetzt schon ein guter Unterschied. Ne? So, ich denke, dass das ganz cool ist. Das wollte ich auf jeden Fall mal zeigen und nicht vorenthalten, weil es für uns einfach so klasse war mit dem Gerät von den Einstellungen her. Und wie gesagt, der Kollege ist bestellt, kommt jetzt auch noch drüben rein. Da drüben liegt der. Entschuldigung. Der Wickbrenner, ja, dass er mir das auch glaubt, was ich euch immer sage. Es liegt alles am Start. Haben nämlich jetzt noch ein zweites Regal aufgebaut, weil ihr seht, hier wird immer tüchtig produziert. Ja, und ich finde es einfach eine coole Sache, wenn man mal sieht, die Unterschiede auch mal live sieht. Anhand eines Beispiels von dem Blech hier, dünner, größer, kleiner. Und ja, ihr könnt immer für euch entscheiden, weil die Frage habe ich immer ganz oft, was empfiehlst du mir denn für ein Gerät oder was soll ich wie machen? Und ich denke mal, dass das wieder so ein Video ist, wenn ihr wisst, was ihr vorhabt, wie zum Beispiel mein Kumpel, dem ich damals das Gerät besorgt habe, der sagt, ich will nur ein paar Bleche ins Auto einspeisen. Ja, den haben wir damals auch schon den dünneren Draht gegeben, aber da hatte ich es halt selber noch nicht so ausprobiert. Und wie gesagt, ich lerne auch immer dazu, probieren viel aus und genau das ist das Wichtige. Aber ich denke, im Hobbybereich hat man vielleicht manchmal gar nicht so die Möglichkeiten. Ja, es ist ja alles mit Geld verbunden. Ich sage, bei uns ist es unsere Arbeit, wir machen es jeden Tag und ich denke, dass wir euch dann ein Stück weit einfach mehr mitgeben können noch oder wollen. Ich meine, klar, viele leben das Vollgas aus, ich weiß es, aber ich gehe von mir aus, mein Hobby, weil ich jetzt Motorrad fahre, will ich ja nicht jeden Motorradhersteller ausprobieren. Das ist ja auch alles eine Geldfrage, gell? Und auch, ob das halt überhaupt Sinn macht. Ja, und wenn man dann mal so ein Video sieht, wo man es mal gezeigt bekommt, wie es bei anderen läuft, finde ich immer ganz geil. Ja, dann hoffe ich mal wieder, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich mich natürlich mega über den Daumen freuen. Wenn ihr Anregungen, Fragen habt, haut sie unten in die Kommentare rein. Immer, immer wieder gerne. Die Frage zu den Klamotten hatte ich auch. Lasst einfach, guckt unten drunter, ich lasse es laufen so rum. Guckt einfach unten drunter, kommt in den Shop, gebt Gas. Wir haben jetzt auch ein bisschen Aktion noch bei uns im Shop, also guckt gerne vorbei. Und fetten Dank an den jungen Mann. Hatte ich die Woche meinen ersten Kunden da, der bei mir schweißen gelernt hat. War wirklich cool. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr wird es da ein bisschen vorwärts gehen. Ich habe da richtig Lust drauf. Und wir hatten jetzt quasi unseren Einstand. Letzten Donnerstag war er da. Ist auch einer, der meine YouTube-Videos guckt, wenn du mich siehst. Ich grüße dich. Ich erwähne jetzt mal keinen Namen, weil ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Deswegen sage ich einfach, liebe Grüße gehen raus an dich. War wirklich schön mit dir, hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt, was so die Fragen sind, die euch beschäftigen. Und er hat gesagt, er konnte vorher
nicht schweißen, er hat es nicht hinbekommen und dann haben wir halt wieder nur ganz kleine Stellschräubchen gedreht, ein bisschen Brennerhaltung, wo stellen wir die Nadel ein, Brenner überhaupt, erstmal den Wickbrenner einstellen, das richtige Zubehör, dann haben wir sein Schweißgerät eingestellt und bum bum bum, 3-4 Stunden später sah die Schweißnähte einfach prima aus und hat mega Spaß gemacht mir und werde ich in Zukunft auf jeden Fall öfters machen. Wir sind jetzt gerade dabei, das ein bisschen auszubauen. Also der kleine Aufruf, wenn ihr Interesse habt, schreibt mich gerne an. Viele haben jetzt durch Corona bedingt ein bisschen mehr Zeit, so war es bei ihm auch und deswegen kam das zustande. Also gerne bei mir melden und dann schauen wir mal, was wir für euch tun können. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Restsonntag, produziere jetzt ein bisschen Videos wieder vor, dass auch ein bisschen mehr kommt. Ich wollte ja wieder ein bisschen mehr machen und das ist auch der Plan, aber es läuft echt gut bei uns zurzeit. Wir haben sehr viele Aufträge und müssen da echt ein bisschen rangucken. Einige, die uns bei Instagram verfolgen, wissen es. Wir sind auf jeden Fall dran und bemüht und freuen uns immer auf euer Feedback. Ihr lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, euer Alulöffel und bis zum nächsten Video.